wenn man Ad 1 die prinzipielle Wertschätzung des anderen als einer Person gleicher Qualifikation und gleicher Wichtigkeit anerkennt und voraussetzt und nicht a priori in irgendwelchen hierarchisierenden Gedankenspielen zwischen Chef und Zulieferer oder zwischen Chef und Fachplaner unterscheidet. Diese Anerkennung des anderen als einen Menschen von gleicher Wichtigkeit und von gleicher Kompetenz voraussetzend, muss man für ein Arbeiten im Team die Sprache und die Wertesysteme des anderen erlernen und muss diese Werte auch anerkennen, weil sie für den jeweils anderen etwas sind von ungeheurer Wichtigkeit, eine Welt sind, in der er lebt und in der er sich orientiert. Dies muss man zusammenbringen. Und das ist das eigentliche Schwierige an der Teamarbeit. Wenn das aber gelingt, kann man ungeahnte Potenziale zünden. Und wir erleben das ja in unserer eigenen Arbeit immer wieder. Wir arbeiten strikt interdisziplinär, weil die meisten Fragestellungen, die wir untersuchen, eben nicht mehr an unsere eigene Disziplin allein gebunden sind.